Sexualdelikte. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten zwischen Deutschen und Zuwanderern. Wer ist Täter? Wer ist Opfer? Der aktuelle Lagebericht des Bundeskriminalamtes schlüsselt die Fälle genau auf und trifft eine eindeutige Aussage. Dieses Verbrechen sorgt bundesweit für Aufsehen. Im Januar vergewaltigt ein 16-jähriger Afghane ein 11-jähriges deutsches Mädchen in Neustrelitz. Anfang der Woche wird das Urteil bekannt, ein Jahr auf Bewährung. 2021 gab es 6.906 Sexualstraftaten von Zuwanderern. 20,8% mehr als ein Jahr vorher. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Bundeskriminalamts hervor. Zu den Zuwanderern zählt das BKA Asylbewerber, Schutzberechtigte, Illegale und Geduldete. Ausländer mit einem Aufenthaltstitel zählen nicht dazu. Da haben wir noch einen großen Anteil, die aus arabischen Ländern kamen, die nicht hier einen Asylstatus mit Chancen des Geldverdienens und so weiter bekommen haben, die sozial nicht integriert sind. Fast 2.500 Deutsche wurden Opfer einer Sexualstraftat, bei der der Täter ein Zuwanderer war. Umgekehrt gab es unter Zuwanderern 120 Opfer einer Sexualstraftat mit mindestens einem Deutschen als Täter. Bei den sogenannten Rohheitsdelikten, dazu zählen etwa Raub, Körperverletzung oder Nötigung, wurden viermal mehr deutsche Opfer von Zuwanderern als umgekehrt. Ähnlich auch das Bild bei Mord und Totschlag. 140 deutsche Opfer stehen 42 Opfern unter Zuwanderern gegenüber. Einschließlich versuchter Taten, bei denen das Opfer überlebt. Gerade bei Gewaltverbrechen ist der Anteil von Zuwanderern unter den Tätern überproportional hoch. Es gibt, und so vorsichtig muss man es auch formulieren, und das tut das Bundeskriminalamt ja auch, in einigen Bereichen der Gewaltkriminalität einen überproportionalen Anteil derjenigen, die bei uns zugewandert sind. Und deshalb kann man nicht von gelungener Integration sprechen, sondern das ist die große Lebenslüge, die die deutsche Politik in den vergangenen Jahren verbreitet hat. Vor allem Zuwanderer aus Nord- und Zentralafrika finden sich überproportional häufig unter den Tätern schwerer Straftaten.